Es stimmt. Dies ist nicht die Welt, die ich kenne. Ein Zeitalter aus Sagen und Legenden. Eine mythische Zeit. Hat es mich etwa in die Gründungstage von Hyrule verschlagen? Wir sind nicht minder erstaunt darüber, werte Zelda. Doch falls du wie Sonja mit deinem Mysterienstein über die Zeit herrschen kannst, wäre es tatsächlich denkbar. Nanu? Ich habe ihr sofort geglaubt. Auch ganz ohne den Mysterienstein, Rauru. Ich spüre in ihr sowohl meine Zeitkraft als auch deine Lichtkraft. Und vor allem fühle ich deutlich unser Blut in ihren Adern. Das stimmt. Doch sag, werte Zelda, du willst zurück in deine eigene Zeit. Und das so schnell wie möglich, wenn ich dich eben richtig verstanden habe. Ja. Die Zeit, aus der ich komme, etwas Schreckliches wird geschehen. Deshalb muss ich schnell zurück. Aber wie nur? Ich weiß ja nicht einmal, wie ich überhaupt in die Vergangenheit geraten bin. Zelda, Liebes, du darfst vor allem nicht den Kopf verlieren. Komm erstmal mit in unser Schloss, ja? Nein, ich will doch... Wir stellen dich allen als eine entfernte Verwandte vor. Was ja gewissermaßen auch stimmt. Und frische Kleider kriegst du auch. Oh. Es wird sich schon eine Lösung finden. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich danke euch von Herzen. Moment. Mineru, sie könnte einen Weg kennen, dich in deine Zeit zurückzubringen. Mineru, sagst du? Ja. Niemand von uns verkörpert die Weisheit der Sonau wie sie. Genau wie wir ist sie im Besitz eines Mysteriensteins. Sie ist meine Schwester.
Wow! Sasa! Ja, ja! Yay! Ja. Oh. 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 Ha. Yeah!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hip, hip, hip.